dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der Chemnitzer FC, Tabellen 16. über dem Strich. Zu Gast beim FSV Zwickau, 17. auf einem Abstiegsplatz. Mehr Brisanz geht kaum im Westsachsen-Derby. Insbesondere für das Team von Joe Ennox. Eine Niederlage würde den sicheren Abstieg bedeuten. Dementsprechend umkämpft die Partie. 35. Minute. Schröter mit feinem Zuspiel für Gerrit Wehkamp. Erste gute Gelegenheit in dieser Partie. Vom Chemnitzer FC bis zur 38. Minute wenig zu sehen. Dann Tallich, leicht geblendet von der Sonne, beim Freistoß. Und der wird brandgefährlich. Keiner mehr dran. Tückisch getreten. Brinkies guckt ihn an den Außenpfosten. Chemnitz überlegen in dieser Phase. Wollte mit einer Führung in die Kabine. Garcia auf Bosic. Und auch er trifft nur Aluminium. Gegen Uerdingen hat er spät geknipst. Hier verhindert die Latte den Einschlag. 0:0 zur Pause. Patrick Löckner schon wieder zweimal Alupech. Wie schon gegen Uerdingen. Darf doch nicht wahr sein. Der FSV Zwickau nach Wahnsinnsfinish gegen Braunschweig auch heute mit Selbstvertrauen. Jensen auf Koskun und der sieht Elias Huth. Genialer Kopfball an den Innenpfosten. Führung für den FSV Zwickau. Koskun auf Huth. Das hat schon gegen Braunschweig funktioniert und jetzt klappt's auch gegen Chemnitz. Huth ausgeliehen aus Kaiserslautern, geht zurück zum FCK. Vielleicht als Mr. Klassenerhalt. Tor Nummer 6 für ihn nach dem Restart. Aber Chemnitz zeigte eine Reaktion. Durch Itter, der Ball ist drin. Pascal Itter in der 74. Minute mit seinem ersten Drittligator überhaupt. Wird nicht attackiert. Oderbass fälscht leicht ab und Brinkies sieht nicht gut aus. In dieser Phase der CFC am Drücker, Zwickau in Gefahr. Torschütze Itter mit der Flanke auf Garcia, Seitfallzieher. Und viel fehlte nicht zur Chemnitzer Führung. Zwickau offensiv harmlos nach der Führung, kaum noch was vom FSV. Dann die 84. Minute, Viteriti eingewechselt, stark auf Könnecke, ebenfalls eingewechselt, Könnecke trifft. Zur Führung. Perfekte Vorarbeit von Viteriti und Könnecke macht es platziert. Er war so lange verletzt und jetzt macht er sein erstes Drittligator seit November 2018. Und das könnte so, so wichtig sein für den FSV. Chemnitz warf alles nach vorne. 90 plus 5. Gibt's noch mal einen für die Himmelblauen. Pascal Itter rutscht weg und Viteriti kann von der Mittellinie alles klar machen. Nur Pfosten, dafür Huth, auch er trifft nicht. Gibt's doch nicht, aber am Ende war es dem FSV völlig egal. Feuerwerk von den Fans hinter der Tribüne. Erstmals in dieser Saison feiert Zwickau 2 Siege in Folge. Der Doppeldreier zum genau richtigen Zeitpunkt. Die Mannschaft hat heute eine überragende Leistung gezeigt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Leistung. Ich denke, die 3 Punkte sind verdient. Wir wollten es mehr als Chemnitz und bleiben jetzt aber auf dem Teppich, weil Samstag wartet dennoch ein wichtiges Spiel auf uns. Und da wollen wir natürlich auch so gut wie möglich performen und möglichst die 3 Punkte mit nach Hause nehmen, um den Klassenerhalt dann perfekt zu machen. Wir haben sich viel vorgenommen. Wir hätten heute Zwickau verabschieden können. Ja, jetzt spielen sie mit ihrem Fußball, was sie hier zu Hause spielen oder generell spielen, schlagen sie uns 2-1. Das ist natürlich bitter, aber wenn man sie in den Schuss nicht reinwirft mit allem, was man hat, dann hat man es vielleicht auch verdient, dass man hier 2-1 verliert. Der Chemnitzer FC verliert ein vielleicht entscheidendes Duell und braucht jetzt am letzten Spieltag unbedingt einen Sieg über Rostock und muss gleichzeitig auf einen Zwickauer Patzer in Mannheim hoffen. Hochspannung bis zum Schluss. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.